Ein heißer Tanz am Lavasee. Willkommen zurück zu Super Mario 3D Land, 3D World, 3D Shit. Ja, diese Welt hat mich schon extremst vor Probleme gestellt. Nicht abgefuckt, aber vor Probleme gestellt. Und ich möchte ganz gerne die Katze jetzt doch nicht mehr haben hier, sondern Boomerang und Feuer. Und das war schon richtig dumm. Zum Glück habe ich mich nur irgendwie gerettet. Ja, ich habe mittlerweile 16 Leben wieder. Am Ende des letzten Parts hatte ich ja noch 8. Die 5, die ich nach einem Game Over habe. Das erste leider. In diesem Spiel und hoffentlich auch das einzige. Wäre traurig, wenn es nochmal passiert. Und ja, dann waren wir schon mal in einem von diesen Glückshäusern nochmal, in so einer Slot-Maschine. Und konnten uns da, glaube ich, 2 oder 3 Leben holen. Jetzt jedenfalls habe ich dann noch ein paar weitere besucht und bin jetzt wieder auf einem sehr soliden Stand von 16 Leben. Ich denke, das wird mich erstmal durch die nächste Zeit hier bringen. Heißt also durch dieses Level. Scheiße, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Lavastand ist. Ich glaube, die steigt gerade wieder, ja. Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Sicher ist sicher. Wir haben schon genug auf Risiko gespielt, auch in diesem Level hier. Jetzt können wir mal ein bisschen ruhiger das Ganze angehen. Hier geht es jetzt nicht so wirklich. Hier müssen wir jetzt nämlich die Münzen einsammeln. Das hat vorhin eigentlich ganz gut funktioniert. Und klappt auch diesmal. Sehr gut. Und der letzte Stern sowie der Stempel befinden sich jetzt hier in dem Bereich, wo ich dann auch schließlich verreckt bin. Bin mal gespannt, wie lange es danach noch geht. Ich glaube nämlich, dass gar nicht mehr so viel gefehlt hatte. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, weil hier ist sowieso wieder eine Fähigkeit. Also die entsprechende Boomerang-Fähigkeit. Wir müssen uns noch den Stempel holen hier. Und dann können wir auch uns auf den Weg machen zum Stern. Ach stimmt, den können wir vielleicht sogar auch mit dem Boomerang erreichen. Aber ich glaube, das geht nicht, weil der ist ein bisschen zu weit weg. Aber das Ding können wir zumindest ein bisschen vom Leib halten hier. Ja, okay. Jetzt war es perspektivisch auf jeden Fall mal in Ordnung. Das war schon wieder schlecht. Ich nehme mir die Feuerblume raus, einfach nur damit ich... Oh, hier geht es noch nach unten. Alternativweg oder was? Ich habe keine Ahnung, wo es da hingeht. Bringt mir jetzt aber auch gar nichts. Ja, mit dem Feuerding kann ich mir die auf jeden Fall vom Leib halten. Das ist wichtig. Moment, Moment. Feuerfontäne muss jetzt nicht sein. So. Okay. Hier waren wir auch schon mal. Allerdings habe ich mich dann von diesem Riesending fressen lassen, was mich jetzt auch hier wieder attackiert hat. Weil das genau hier rauskommt. Und ja, das kann ich halt schlecht riechen, ne? So. Aber Sterne haben wir, Stempel haben wir. Jetzt muss ich nur drauf aufpassen. Dass ich hier nicht mehr... Ach, hier ist sogar schon die Fahne. Ich war also schon kurz vorm Ziel. Und ganz ehrlich, hätte ich noch eine Münze gehabt, ne? Hätte ich einen weiteren Versuch gehabt und dann hätte ich es vielleicht auch geschafft. Weil dann wusste ich ungefähr, was mich erwartet. Wäre die Perspektive in Ordnung, dann hätte ich es vielleicht auch geschafft, weil dann wäre ich nicht daneben gesprungen beim letzten Mal. Beim letzten Leben. Es war eine Verkettung von sehr unglücklichen Zufällen und Umständen und jetzt hat es auf jeden Fall hingehauen. Recht schnell. Und wir haben 200 Sterne. Geile Sache. Vielleicht brauchen wir sogar 200, um dahin zu gehen, aber das fände ich ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, vielleicht sind es 150, vielleicht auch 120, aber ich glaube nicht, dass wir alle brauchen. Das wäre ein bisschen merkwürdig. 130 brauchen wir, okay. Also recht dazwischen, was ich gesagt habe. Mit 130 kommen wir also zum Finale? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Wir nehmen aber jetzt auch Mario. Auch wenn ich am liebsten Peach nehmen würde. Bowsers Schloss im Lavasee. Ich bin ehrlich, ich würde am liebsten Peach nehmen, aber das mache ich nicht. Ich meine, Peach ist ja immer noch nicht der super mega Weichei-Modus. Das wäre hier, wenn ich 1000 Mal verrecke und dieses goldene Blatt bekomme, dann kann ich keinen Schaden nehmen und alles. Das wäre halt richtig Weichei-Style, aber Peach ist halt auch schon so, kannst du schon retten, das ist halt nicht so ganz klassisch. Aber gut, da unten ist schon mal ein Stern. Vielleicht trägt er sogar meinen Namen, das weiß ich nicht. Das ist mir auch relativ egal. Ja, wow. Aber ich bekomme nur noch eine Fähigkeit, sehr schön. Aber damit kann ich leider nicht nach unten zielen, ne? Na toll. Shit. Was mache ich denn da? Ah, okay. Was ist das? Ich gucke einfach mal, was hier noch auf mich zukommt. Auf jeden Fall kann ich hier wieder ein bisschen Bombenbowling spielen. Ich habe auch viel zu wenig diese Sprungfunktion genutzt.
muss ich sagen. Was war das denn jetzt? Verstehe ich nicht. Hier haben wir auf jeden Fall einen Schalter. Was bringt der mir? Der macht mir den Weg frei. Ich will wissen, wie ich da dran komme. Also sicher. Ich kann mich doch nicht einfach da runterfallen lassen, oder was? Das geht doch nicht. Oder? Wollen die das hier von... Oh, von mir. Tja. Ach komm. Dreckigen Bumerang-Brüder, echt. Richtig dreckig sind die. Nein! Ah, das ist... Ich hätte niemals gedacht, dass ich da runterfalle. Wenn ich einmal auf den drauf springe. Das ist halt so perspektivisch schon wieder, wo ich mir so denke, so, sehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. So krass eskaliert direkt. Hier, komm du Arsch. Ja, sorry, ich muss das rausfinden. Ne? Bleibt mir da gar nichts anderes übrig. Ja, tatsächlich. Die wollen, dass ich den so hole. Es ist ein bisschen gefährlich. Aber funktioniert tatsächlich. Ja, ich muss erstmal die Typen hier besiegen. Bevor ich hier ein bisschen Fußball spielen kann. Hier könnt ihr natürlich auch noch nach oben gehen. Und da geht's auch tatsächlich nach oben. Da ist der Stempel. Und da ist direkt der nächste Stern. Ja, es geht hier Schlag auf Schlag. Und ich hab's wahrscheinlich verkackt jetzt schon, oder? Oder bringen die mich hoch irgendwie? Nee. Scheiße, ich glaube, ich hab's... Wobei, ich könnte ja auf jeden Fall jetzt mal diesen Sprung wieder versuchen. Nee, ich glaube, ich hab... Oh, 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 nee, Moment. Muss ich die Dinger benutzen? Eine Welt voller Fragezeichen. Nee, ich hab's verkackt. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass ich mich umgebracht habe. Aber ich glaube, ich muss da tatsächlich erstmal hoch, damit ich dann dieses Gitter noch nutzen kann. Mit Wandsprung oder irgendwie. Und danach dann erst wirklich... Ich wollte schon sagen, wo ist mein Power-Up? Na, das war so schlecht. Und danach dann halt erst den Schalter betätigen. Es ist halt so gefährlich, ne? Aber so ist es gewollt. Nein, ich bin... Ja, wobei, egal. Das kann ich schon mal freilegen, ist ja nicht schlimm. Hier so wieder so um die Ecke springen, so richtig doof. Aber ja, das ist gefordert. Genau das ist gefordert. Ja, da gibt es doch bestimmt eine bessere Methode. Shit. Ich komme da irgendwie hoch, da bin ich mir sicher. Also auch ich irgendwie. Aber wahrscheinlich wieder mit fragwürdigen Methoden. Ich würde gerne eine Fähigkeit von euch haben. Warum bekomme ich von euch nichts? Es ist genau das. Es ist genau das, aber wie? Wie manage ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch nicht ewig Zeit. Es kommt ja noch dazu. Ich hasse sowas, ehrlich. Ja, ich kann hier springen, wie ich will. Ey, ganz ehrlich, Leute, ich weiß es nicht. Ich ignoriere den jetzt erstmal. Ich sehe schon, dass mich dieser Block da hinten wahrscheinlich... Das ist, wenn das jetzt wirklich so ein Fähigkeitenblock ist, ne, dann bin ich schon so ein bisschen salty. Aber gleichzeitig auch glücklich, weil ich dann wüsste, was zu tun ist. Alles scheiße. Alles scheiße. Die Boomerang-Fähigkeit würde mir auch nichts bringen, oder? Also in den Raum gestellt. Und auch sonst würde mir jetzt keine Fähigkeit was bringen, die ich mir irgendwie besorgen könnte. Ich glaube, ich muss dann einfach springen. Genau wie hier. Da bringt ja auch nur Springen was. Wenn ich mir die irgendwie zunutze machen könnte, ne? Das wäre super. Kann ich mit dem Boomerang-Bruder mal irgendwas? Ich war schon hoch. Ich will es jetzt auch nicht so stehen lassen, Mensch. Na, ich muss es aber. Ich muss es aber. Ohne Shit, das mache ich irgendwie später mal. Ah, Moment, ich könnte auch als Katze da hochklettern und so ein Shit machen, ne? Das geht ja wahrscheinlich auch. Irgendwie gar nicht überlegt. Ja, aber wenn das jetzt so ein Fähigkeitenblock ist, ne?
Ne, ist es nicht. Also so ein Propeller-Ding dachte ich vielleicht, aber es ist es nicht. Hätte das was erklärt. Da es aber keiner ist, erklärt sich hier gar nichts für mich. Ja, ich mache einfach mal weiter. Ich habe mir gerade so viel Leben erstmal wieder geholt. Auch das schon wieder, was ist denn das? Ich muss mit denen irgendwas machen. Ich bekomme von dem irgendwie so einen Kopf oder so. Das geht doch gar nicht anders. Könnt ihr mich irgendwie mitnehmen oder so? Wie soll ich den denn erreichen? Ich verstehe gar nichts. Ganz, ganz ehrlich, ich verstehe hier gar nichts. Hä? Was gibt es denn für ein Power-Up, was ich da nutzen kann? Mir würde halt echt höchstens... Ich will den nicht nutzen. Ich weiß doch nicht, was mir das jetzt hier bringen würde. Wie komme ich an diesen Stern jetzt zum Beispiel auch schon wieder ran? Ich meine, die Gegner, die... Es muss was mit denen auf sich haben. Ich weiß nur nicht was. Okay, keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal durch. Wirklich, ich mache das jetzt hier erstmal weiter. Es ist zu hoch für mich. Und ich muss die Hammerbrüder leider besiegen, wie es scheint. Und das ist doof mit diesen Dingern hier. Die hatten einen Namen und ich habe ihn auch... Der Boss hat irgendwie so gehießen, aber ich hab's wieder vergessen. Es ist eine ganz schön assige Welt. Das kann man schon mal festhalten. Aber vor allem auch einfach, weil ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Okay, auch so ist sie nicht ganz ungefährlich. Absolut. Was ist das denn hier? Ah, okay. Tricky, tricky. Ach, ich bin so doof. Niklas, denk doch mal ein bisschen. Ja, das war jetzt nicht gedacht, das ist einfach nur scheiße. Komme ich da noch zurück, ist die Frage, weil die springen ja schon sehr frequentiert. Natürlich kann ich, ja, ich bin so doof. Ja, eigentlich ist es aber auch egal, wenn ich die Fähigkeit halt vom Anfang mitbringe. Ach, ich glaube, ich komme auch nicht mehr zurück. Oh, ich kann auf die draufspringen, oder was war das jetzt gerade? Wie habe ich die jetzt getötet, bitte? Ah, vielleicht kann ich auch ausmachen mit dem Bumerang. Das kann sein. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, 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 tatsächlich. Ja, aber so geht das nicht. Okay, komm, scheiß drauf. Ich muss da sowieso nochmal hin. Komm, egal. Dann habe ich jetzt vor allem die Fähigkeit verschwendet, weil ich die gut für die Hammerbrüder selbst benutzen hätte können. Ne, ist das schon mal tot. Bringt mir leider nur begrenzt was. So, sehr gut. Bring mich einfach weiter. Ah, Stempel und einen Stern habe ich. Bei den anderen beiden weiß ich zumindest, wo die sind. Ich komme bei dem einen nicht ran und bei dem anderen brauche ich halt die Fähigkeit einfach noch. Ganz einfach. Und ich weiß nicht, was ich hier gerade vorhabe, weil... Ja, ich bin einfach klein. Ich habe kaum Chancen gegen den. Meine Güte, egal. Er macht den gleichen Quatsch wie im ersten Kampf. Zumindest vorerst. Es sieht zumindest so aus, als würde er das machen. Und ja, es scheint auch so zu sein. Und die kann ich einfach zurückkicken, genau. Da habe ich mich beim ersten Mal noch gefragt, so ja, wie geht das ohne Katzenpower-Up? Wahrscheinlich nicht so befriedigend, oder? Hä? Weil die jetzt schon am Explodieren war, oder was? Offenbar. Ja, gut. Boah, ich bin ja drauf und dran. Das Ding ist, ich bin drauf und dran, das Level nochmal von vorne zu starten. Und das bringt mir gar nichts, weil... Klar, den Stern hier könnte ich holen, aber ich muss halt sowieso nochmal für den anderen Stern hier hin. Wenn ich irgendeine Idee habe oder halt das Katzenpower-Up. Ja, das ist jetzt meine beste Idee tatsächlich, das Katzenpower-Up halt mir zu besorgen. Und dann hier nochmal reinzugehen und den ersten Stern versuchen so zu holen. Nicht den ersten, den zweiten. Der erste, der jetzt hier noch übrig ist. Und ja, dann halt natürlich das Bumerang-Power-Up. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, womit wir das jetzt hier kriegen können. Den Stern. Das dann halt zu behalten vom Anfang des Levels. Und ja, dann hoffen, dass das alles passt. Aber jetzt geht's erst nochmal in den Kampf. Da bin ich sehr gespannt, was danach passiert. Ich würde mal vermuten, der Kampf, der hat jetzt zwei Phasen. Mindestens. Also irgendwas Spektakuläres muss jetzt hier passieren, weil das ist jetzt einfach nur mal der erste Kampf. Das, was ich jetzt bisher gesehen habe. So, hier, zack. Also wir dürfen da nicht so weit weg. Weil die Bälle sonst direkt explodieren. Und das geht nicht.
Komm. Mit dem Boomerang ist es zum Glück sehr nett, weil da kann ich ihn schön auf Distanz halten. So, jetzt wird's schwieriger. Ich wünschte mir halt, dass ich dieses Boomerang-Power-Up die ganze Zeit behalten könnte. Aber ich befürchte, ich verkack's irgendwann. Aber bis jetzt sieht es erstmal ganz gut aus. Vielleicht ist es doch einfach eine Riesenverfolgungsjagd, die einfach ewig geht. Er hat auf jeden Fall schon 5 Treffer kassiert. Wir sind quasi schon in der zweiten Phase, wenn man so will. Und jetzt wahrscheinlich gleich in der dritten. Ja, das war extrem schlecht. Okay, das war einfach nur schlecht von mir. Okay. Du kannst gerne mal wieder einen Ball auspacken, wenn du Bock hast. Okay. Oh, war das schlecht. War das schlecht. Ich bin tot, ne? Ja, ich bin irgend... Wo bin ich? Ja. Ich falle halt einfach nur ewig. Oh, Mann, oh. Der Kampf ist nervig. Der gefällt mir gerade absolut nicht, weil... Ah, das war doch einfach nur eine Sache, die ich verkackt habe und dann bin ich halt einfach... Hätte ich jetzt wieder Peach gehabt, weißt du? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch so wie bei 64DS, dass er dann so sagt so, nee, die Welt kannst du aber nur mit Mario machen. Kann durchaus sein. Fände ich auch eigentlich gut, muss ich sagen. Weil ich will halt nicht, dass ich das mit einem einfachen Charakter machen kann. Aber das Spiel ist halt so auf einfach getrimmt, mich würde es nicht wundern, wenn es geht. Wenn man es mit jedem machen kann. Weil die Sprünge, ich finde, der kann halt einfach viel zu wenig springen für diese Welt. Ehrlich, also insgesamt halt so für diese 3D-World insgesamt gesehen. Die Sprünge von Mario sind einfach viel zu klein und kurz. Und vor allem, wenn man eben die ganze Zeit Luigi mit seinem Flattern hat oder Peach mit ihrem Schweben, dann gewöhnt man sich daran, dass man nicht so krass genau springen muss. Und das muss man eben mit Mario. Es ist mir auch hier wieder zum Verhängnis geworden. Hätte ich mal nicht so viel mit den beiden gespielt. Ja, aber ehrlich, das ist halt... Mario ist ja echt nicht gut in dem Spiel. Ist halt so. Und man muss sich dann daran gewöhnen. Wenn man mit ihm spielen will. Wie gesagt, vielleicht muss man das hier sogar. Keine Ahnung. Man muss Bowser auf jeden Fall ziemlich häufig treffen. Das steht schon mal fest. Ja, bitte. Ach, so ein Rotz. Ehrlich. Meiner Meinung nach habe ich den im Winkel in Ordnung getroffen, aber irgendwie das Spiel war anderer Meinung. Dieser. Habe ich ihn jetzt 5-mal oder 6-mal? Ich habe den Überblick verloren. Ich warte noch gerade. So. Der schmeißt ja jetzt, glaube ich, keinen. Nein, der spuckt nur noch. Dann springt er einmal. Mit Sprinten bin ich ein bisschen besser dran. So. Jetzt schmeißt er mal wieder ein. Top. Kannst du mal ein bisschen auf mich zielen, das wäre super. Ich glaube, die Mauer geht noch ein bisschen, ne? Oh Gott, ich glaube, das wird ein ziemlich nerviger Kampf. Und vor allem der Checkpoint wird ziemlich nervig, weil wir da immer wieder landen werden. Aber solange ich mein Boomerang Power-Up ist noch alles ziemlich geil. So viel dazu. Okay, aber okay. Haben wir jetzt vielleicht wenigstens einen Checkpoint oder irgendwas? Ich hoffe, das war jetzt so eine Art Checkpoint. Das fände ich sehr nett. Und fair vor allem. Das Problem ist, Bowser-Kämpfe sind oft nicht fair. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Okay. Ja, solange man sieht, wo die rauskommen, ist das in Ordnung. Und das tut man. Wir haben auf jeden Fall erstmal nur eine Verfolgungspassage. Wir müssen ihn nicht... Ja, jetzt müssen wir wieder kicken. Okay. Ist in Ordnung. Das kriege ich hin. Ist der Wagen nicht langsamer Schrott? Okay, ein Rad ist auf jeden Fall schon weg, sehe ich. Oder zumindest der Reifen. Na, scheiße. Komm, jetzt aber... Nein, okay, jetzt habe ich keine Chance mehr. Schade. Vielleicht ist es auch so ein KO-Kampf, sage ich mal, dass ich jetzt... Ich muss ihn halt irgendwann komplett erledigen, sonst hat er gewonnen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es sonst auch endlos. Ich weiß ja nicht, wie wichtig das ist, ihn zu treffen. Weil er hat ja offenbar ziemlich viele Treffer. Vielleicht muss ich ihn auch an einer bestimmten Stelle mal treffen. Weil zum Beispiel links fehlt ihm ja... da kann er noch fahren. So, ne? Vielleicht ist das natürlich auch noch ein Indiz.
Vielleicht mache ich den Bereich jetzt auch gerade nochmal und immer wieder, bis ich es halt mal hinkriege. Okay, jetzt ist er tot, okay. Ja, vielleicht mache ich diesen Bereich tatsächlich immer wieder. Scheint irgendwie so zu sein. Ich habe ihn jetzt auf jeden Fall erwischt und er ist in dieser Phase zumindest mal erledigt. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Man kennt Mario ja. Also vor allem Bowser kennt man. Aber es sieht erstmal so aus, als hätte ich diese Phase zumindest erstmal erreicht, geschafft und alles. Und ich habe auch langsam keine Zeit mehr. Lol. Die habe ich ja komplett vergessen, dass es auch Zeit gibt. Ja gut, aber das darf ich natürlich mindestens noch einmal machen für die beiden Sterne. Ist das nicht toll? Nein, gar nicht. Und das sieht echt so aus, als wäre das die letzte Fee, die große Fee, irgendwas. Oh, ich habe sogar geschafft. Geil. Ja, so ein kleiner Schmankerl. Geil. So, natürlich ist auch nicht Schluss. Wäre auch zu langweilig. Hälfte des Spiels ist geschafft, ne? Oder was geht ab? Hättest du es nicht direkt am Anfang machen können? Ach, Junge, du bist so hässlich, ne? Also ich meine, gut. Wir kennen alle den Super Mario 64 Bowser, aber der ist trotzdem so hässlich. Gibt es eine ganze weitere Welt, oder wie sieht's aus? Hm. Natürlich, ne? So richtig so Dr. Wily-mäßig. Bei Mega Man. Natürlich gibt es noch eine komplette weitere Welt. Aber was denn auch sonst? Es gibt noch viel zu viele Stempel dafür. Macht Spaß, ne? Absolut. Ja, es ist jetzt vielleicht sogar schon so eine kleine Bonuswelt oder sowas. Ich gucke einfach mal, wo es mich hinbringt. Oh, ein Freizeitpark. Was sind wir denn jetzt hier? Parco Fortuna oder so? Ja, nicht so wirklich. Ach du Scheiße, what the fuck? Bowserland. Cool. Das ist wahrscheinlich Welt Bowser, ne? Ja, natürlich. Das ist jetzt Welt Bowser. Schön. Ja, das heißt, hier haben wir nochmal eine richtig schöne, knackige Welt vor uns. Toll, freue ich mich doch. Der Junior lacht mich aus. Wie immer. Ja, das ist dann die achte Welt und dann wahrscheinlich die letzte. Vielleicht die letzte. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch ehrlich gesagt gerade egal. Ich würde gerne wissen, wo diese Welt C überhaupt noch ist. Aus der Schlosswelt, Burgwelt, was auch immer. Ja, überlegen. Ich möchte mal gerade zählen. Wir haben jetzt in... Ne, Moment, wie machen wir das denn hier? Da sehen wir jetzt noch... Ne, Stempel haben wir hier alle. Also bis da alle. Das heißt, die Frage ist, wie viele gibt es hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stempel gibt es hier noch. Aber da sind auf jeden Fall noch mehr als 10 Stempel. Ich würde sagen, da sind noch so 30 oder so. Ich bin echt gespannt, wo dieses Spiel hingeht. Es geht auf jeden Fall noch eine Weile. Hatte ich gerade irgendwelche Hoffnungen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Dass die Stempel einfach nur noch mal irgendwie so in den Welten verstreut werden? Nein, gar nicht. Absolut nicht. Ja, wie kann ich auch bei einem Mario-Spiel davon ausgehen, dass es dann vorbei ist, wenn es aussieht, als wäre es vorbei? Davon kann man nicht ausgehen. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich denn das Katzenpower am schnellsten her? Weil das brauche ich halt jetzt. Vielleicht kriege ich das auch irgendwie mit einem Sprung hin oder irgendwas, aber. Ah, wobei, ich habe doch. Stimmt, ich habe noch diese Häuser hier. Stimmt, da kriege ich jetzt das Katzenpower ab her. Wenn ich Glück habe und gut bin. Naja, eigentlich kann ich nur Glück haben. Bitte. Bitte. Ja, super. Da habe ich schon mal kein Glück gehabt. Ein paar Welten haben wir noch, wo wir es versuchen können. Das möchte ich doch nicht gespeichert haben. Muss nicht sein. So, Welt 2. Ich glaube, bisher habe ich nur in der sechsten Welt das Toad-Häuschen in Anspruch genommen. Wobei, hier sehe ich jetzt gerade keins mehr. Ach, scheiße. Wir haben dennoch ein paar Versuche noch. Ja, die waren ja auch manchmal... Ach, hier habe ich auch noch die Slot-Maschine gar nicht in Anspruch genommen. Die waren ja auch teilweise ein bisschen versteckter, hier zum Beispiel. Nicht so direkt in der Welt. So ist es auch hier. Ich bleib bei dem Kleinen.
Ja, sehr gut. So, ich brauche die Katze. Die Katze ist wichtig. So. Ich rede mir zumindest ein, dass sie wichtig ist. Und ich hoffe, dass ich recht behalte. So. Dann wollen wir das noch gerade vielleicht schaffen. Das wäre super. Und eigentlich möchte ich auch lieber erstmal die andere Fähigkeit gleich direkt ausrüsten. Ist es egal, wen wir nehmen? Als Peach wäre es einfacher. Immer noch. Deswegen nehme ich jetzt auch wieder Peach. Hat die gerade gesagt, it's about time? Das ist erst in einem Monat bei mir. Bei euch ist es wahrscheinlich schon fast um die Ecke. So. Damit ich das Katzenpower-Up auch auf keinen Fall irgendwie verliere, bevor ich da bin, wo ich es nutzen will. So, aber wichtig ist natürlich, dass ich jetzt... Genau, pass auf, pass auf. Ich mache den kaputt, nehme jetzt das Katzenpower-Up und nehme jetzt das Boomerang-Power-Up. So. Jetzt habe ich die beiden noch. Und ich brauche ja auch beide noch. Aber zuerst mal das Katzenpower-Up. Das klappt. Es klappt tatsächlich. Es, also aktuell leider noch nicht. Aber es wird... Nein! Oh Gott. Oh Gott, ich dachte, ich verliere das gerade. Zum Glück nicht. Also es wird klappen, wenn ich mich irgendwie gut anstelle. Ich müsste mit den Wandsprüngen halt perfektionieren oder irgendwie hinkriegen zumindest mal. Aber bei muss ich eigentlich gar nicht. Ah, es hat aber jetzt so geklappt. Sehr gut. So, der Stern gehört jetzt uns. Den Stempel haben wir schon. Genau, das heißt, ich muss jetzt nur mal den Ball dagegen kicken. Du haust ab. Du haust auch ab. Ich weiß nicht, ob es ohne Katze geht. Vielleicht kann man das mit diesem geschickten Wandsprung hinkriegen. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, ob die Typen mir vielleicht noch irgendwie helfen oder so. Weiß ich nicht. Es wäre jetzt auch sehr, sehr gut, wenn ich diese Fähigkeit lange behalten könnte. Dann kann ich nämlich das Boomerang-Power-Up als Reserve haben. Und ja, bin halt nicht der Gefahr ausgeliefert, dass das dann plötzlich weg ist. Weil das brauche ich halt zwangsläufig jetzt für den letzten Stern noch. In der aber ja auch gar nicht mehr so weit weg ist, oder? Der kommt doch hier sogar schon. Stimmt, der kommt hier sogar schon. Sehr gut. Es wäre trotzdem gut gewesen, die Fähigkeit noch zu haben. Weil ich muss auch noch den Kampf wieder überleben. Lauf, Mädel, lauf! Uiuiui. So, her damit. Her damit, habe ich gesagt. So, sehr gut. Du verpisst dich mal und jetzt bitte wieder Vollsprint. Yay! So, sehr gut. Einmal kann ich mir das Power-Up noch holen. Zack, wunderbar. Reserve. Die Hammerbrüder sollten jetzt eigentlich nichts anhaben können. Eigentlich... Ja, dauert wieder unnötig lange hier. Ja, eigentlich kann ich aber auch schon rausschneiden, weil ich werde jetzt nur noch mal den Bowser besiegen. Und dann geht's ab dem nächsten Mal weiter mit der nächsten Welt. Der Bowser-Welt. Ah ja, unendliche Freude, auf jeden Fall. Ja, aber ja, genau das mache ich jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin. Tschüss.